uns können schon bis 10 zählen, oder? Was kannst du sagen bis jetzt? Kalimera-Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wieder ist mal Sonntag und wir haben wieder einen Griechischkurs für euch mit unserer Stella. Hallo Stella. Hallo. Wir haben uns gedacht, wir nehmen heute mal uns die Zahlen vor. So 1 bis 10 und 10, 20, 30, 40, 50. Weil es braucht man immer wieder, ob du jetzt da ins Lokal gehst, etwas einkaufst, du hast immer wieder, bist du mit Zahlen konfrontiert. Ja, auf jeden Fall. So, ich glaube, die meisten von uns können schon bis 10 zählen, oder? Was kannst du sagen bis jetzt? Ja, bei gewissen Zahlen, da muss ich mir nachdenken. Okay. Willst du anfangen? Ich wollte hören, wie du so... Enna, Dio, Tria, Dessera, Bände, Exi. Jetzt bin ich wieder dort, das merke ich mir nicht. 7. Okay. Ich wollte hören, was du auch aussprachemäßig für Fehler machst und so weiter. Deswegen habe ich dir gesagt, sag das du erstmal. So, jetzt weiß ich Bescheid. So. Enna. Enna. Dio. Dio. Ja, ist diese Welt da wieder. Dio. Dio. Tria. Tria. Genau. Tessera. Dessera. Nicht de. Ist Tessera, ist T. Ein hartes T. Ja, genau. Tessera. Perfekt. Ah, sehr gut. Pede. Bände. Der ist P. Pede. Pende. Genau. Pede. Okay. Exi. Exi. Efta. Efta. Man sagt jetzt auf Griechisch entweder Epta oder Efta. Beides ist richtig. Epta oder Efta? Ja, ja. So. Ochto. Okto. Und jetzt geht es wieder Ochto oder Okto. Wo also war jetzt der Unterschied? Man sagt auf Griechisch entweder Okto oder Ochto. Ah, okay. Okto, Ochto. Ja, aber korrekt würde ich sagen, dass es Ochto ist, mit CH, Ochto. Akzentmäßig, Ochto. Ist wieder das im Hals hinten, nicht? Genau. Du spucken H. Ochto. Ochto. Genau. Enea. Enea. Oder Enya. Enya. Mhm, ja. Und Deka. 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 Genau. Jetzt kommen die anderen zwei Zahlen, die komisch sind, so wie im Englischen auch. Edeka. Edeka. Ist 11. 11. 12 ist Dodeka. Dodeka. Genau. Und dann kommt's. Man sagt danach immer Deka und dann die Zahl. Das heißt Deka, Tria. Deka, Tessera. Deka, Pede. Deka, Exi. 17, 18, 19 und jetzt kommt's. 20. Dann. 20. Genau. Und jetzt kommt alles normal. Man sagt immer 20, 1, 20, 2, 20, bla bla bla. Und dann die Zahl. Willst du versuchen? Ja. Also. Jetzt, wo fangen wir an am besten? Am dem 1. Enna. Enna, Dio, Tria, Dessa. Tessera, Pende, Exi, Epta, Okto, Enea, Deka. Ja. Und dann die zwei schwierigen Zahlen, 12 und 11 und 12. Was sind sie bei los? Ja. Edeka. Edeka. Dodeka. Edeka, Dodeka.
Und dann immer Deka. Deka tria, Deka tessera, Deka pende, Deka exi, Deka epta, Deka octo, Deka enea. 20. 20. 21, 22, ja. 23, perfekt. 24, 4. Wie? 4, 4. Ah, mit H. Ich habe das immer so irgendwie so weich ausgesprochen, muss ich sagen. Ich sag's dir warum, weil die Griechen, die haben nicht dieses, zum Beispiel das T auf Deutsch ist wirklich sehr hartes T. Deswegen haben wir auf der Schauspielschule haben wir immer geprobt, also geübt. Wir haben so gemacht. Weil die Konsonanten im Deutschen so hart sind. Aber im Griechischen, die Konsonanten, die sind nicht hart, die sind tessera. Es ist nicht wirklich tessera, es ist aber tessera. Es ist immer noch eine T. Ist ein Mittelding zwischen weich und hart ausgesprochen. Genau, genau. So für Spanisch wieder. Wir kommen wieder zum Spanischen. Da sind wir wieder beim Spanischen. Super. Schon wieder wir machen einen Griechischkurs dennoch. Was soll ich machen? Wir haben so viele Spanier um uns herum. So, das heißt, es ist tessera und dann pende. Es ist nicht wirklich pende, aber es ist pende. Es ist auch nicht bede, es ist pende, es ist pi. Da braucht man so ein bisschen das Gefühl, denke ich. Man sollte vielleicht die Zahlen laut, wenn man halt alleine zu Hause ist, laut vor sich hersagen und dann versuchen, das irgendwie mit Gefühl zu sagen und nicht jetzt ein weiches oder ein hartes so richtig aus dem Kopf heraus, sondern aus dem Gefühl heraus, denke ich. Ja, ja, genau. Man muss auch die, also es kommt erstmal Deka, Ikoshi, Triada, Sarada, Penida, Exida, ne, Penida, opa, ne, warte, Deka, Ikoshi, ne, das sind zwei, Ikoshi, Triada, Sarada, 40, Penida, Exida, 60, Evomida, Ordoda, Enenida, Ekato, 100. Ekato. Genau. Das alles kann man so lernen, denn danach kommt immer Sarada 1, Sarada 2, Sarada 3. 1, 2, 3 ist immer gleich dann. Das Einzige, was anders ist, ist die Nummern 11, 11 und 12. Ah, ja. Genau. Und dann bei 100 kommt wieder Ekato, Ekaton 1, Ekaton 2, Ekaton 3. Ist immer wieder dasselbe dann. Ja, wenn man mit dem Auto unterwegs sind, wird immer die Frequenz auf Griechisch gesagt. 105,9 so ungefähr. Ja? Ja. Also da kann man dann auch schon diesen Laut irgendwie so ein bisschen lernen. Oder es werden Telefonnummern durchgesagt, speziell auch im Radio, nicht? Wo man anrufen kann oder so. Also so habe ich mir das im Laufe der Zeit mit den Zahlen, es gibt natürlich Zahlen, so wie 11, 12, vermeidet man, sage jetzt mal, wenn man es nicht weiß, dann kauft man halt um ein, zwei Sachen mehr oder weniger. Ja, ja. Und es ist auch sehr wichtig zu erwähnen, dass zum Beispiel im Deutschen sagt man 41. Man liest das umgekehrt und das ist ein großes Problem für uns, das zu lernen. Weil bei uns ist wirklich der Reihe nach. Exida octo, man sagte 68. Man sagt auf Deutsch 68. Aber im Griechischen ist es wirklich, wie man das liest. Exida octo. Das heißt 86. Weißt du, wie ich meine? Es ist wirklich der Reihe nach. Ja, ja, du sagst 41. Genau, genau. Eigentlich. Genau so. Nicht 41, so wie im Deutschen, ja. Sondern 41. Genau so. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich daran gewöhnt, dass man die Zahlen so liest, wie die sind, der Reihe nach. Ja, aber ich muss dazu sagen,
Die Griechen, wenn die schnell sprechen, ja, ich habe so das Gefühl, ich verstehe nur die Hälfte dann. Das ist leider in allen Sprachen so. Wenn man eine Sprache nicht mächtig genug ist, für mich zum Beispiel war genauso im Deutschen. Ich konnte gar nichts verstehen. Ich war so, ich verstehe Deutsch. Und ich konnte nichts verstehen. Ich war so, wow, was wird da gesagt? Aber das ist... Ich habe zum Beispiel im Supermarkt der Kassiererin gesagt, sie soll mir die Preise halt auf Griechisch... Sie hat sie mir in Englisch gesagt. Und dann habe ich gesagt, na, kannst du das vielleicht in Griechisch sagen? Ich habe dann aber immer im Augenwinkel auf die Kasse geschaut und habe es abgelesen. Und ich muss sagen, im Laufe der Zeit ist das automatisch, man versteht es dann auch, ohne dass man dann auf die Kasse schaut. Ja, weil das Ohr sich daran gewöhnt, bei dieser Akustik, dieser Melodie. Alles ist Thema, ich sag's dir, Werner, alles ist Thema Gewohnheit im Leben. Deswegen üben, macht den Meister. Ja, das ist der Vorteil, wenn man jetzt, sag ich mal, Griechisch lernt im eigenen Land und man ist wirklich vor Ort, weil da hört man es ja tagtäglich. Bei uns war das von Haus aus so, wir haben am Anfang mit so Apps gelernt, ja, oder über, da gibt es ja so Sprachkurse, ja. Irgendwann, gerade am Anfang, man will kommunizieren, es fällt einem nichts ein. Am Nebentisch unterhält sich wer und man versteht fast alles. Nur selbst aussprechen kann man es nicht. Ja. Das ist halt am Anfang. Und je mehr, dass man, sag jetzt mal, mit den Einheimischen spricht, umso besser funktioniert es dann. Ja, auf jeden Fall. Und man muss sich auch nicht schämen, wenn man etwas nicht richtig, ich spreche jetzt Kölsch auf einmal, wenn man nicht etwas richtig aussprechen kann oder wenn man nicht drauf kommt und so weiter. Man kann immer fragen, man kann sich Zeit nehmen. Und ich sage immer den Leuten, auch den Leuten, denen ich Deutsch beibringe, wenn einer sich lächerlich macht über jemanden oder so weiter, dann hat er Probleme mit sich selbst meistens. Und wir müssen den auch nicht ernst nehmen. Das heißt, nehmt euch die Zeit, übt so viel ihr könnt und so weiter. Habt ihr keinen Stress, habt Spaß daran. Und langsam mit der Zeit kommt wirklich alles, glaubt mir. Ja, ich muss auch dazu sagen, zum Beispiel unsere Nachbarn, die können weder Englisch noch sonst was. Aber sie sind so, wenn man Wörter kann und man verwendet sie und spricht sie drauf an, die gefallen sie richtig. Weißt? Ja. Also ich denke, das ist natürlich auch dann eine Wertschätzung dem Land gegenüber, dass man sagt, okay, das, was ich kann, verwende ich natürlich. Ja? Und im Laufe der Zeit kommen immer mehr Wörter dazu. Ne? Ja, ja. Aber ich muss sagen, die Griechen an und für sich sind sowas von herzlich. Und wenn man sich bemüht, sehen die das gar nicht so, ja, der kann ja nicht gescheit sprechen. Ja? Also man sieht ja auch die Reaktionen, nicht? Das ein Strahlen im Gesicht, nur wenn man Kalimera Tikanis sagt. Ja? Ja, ihr seid auch auf Kreta, ne? Auf Kreta ist eine wunderschöne Insel, wo die Menschen auch positiv drauf sind. Jetzt, wenn man in Athen ist oder woanders, wo ein bisschen stressiger alles ist, dann ist man ein bisschen anders drauf, ne? Ich sag's euch. Wahrscheinlich so wie in Österreich, in Wien, der Wiener ist grantig, ist der Athener in Athen genauso angepisst. Athen ist eine Stadt, eine große Stadt, und da ist man ein bisschen gestresster. Ne? Also, ich weiß nicht, ob die da immer froh sind, ob die das hören oder so, weißt du, wie ich meine? Aber das Gute ist, ihr seid auf Kreta, es ist wunderschön. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Menschen da mehr happy sind, weil das Meer ist direkt vor den Füßen, das Klima ist anders, die Rhythmen sind anders, das Leben ist anders, ein bisschen langsamer. Immer die Städten, die Menschen in den Städten, die haben mehr Stress, automatisch. Ist immer so. Also. Man merkt ja auch hier den Unterschied, jetzt, wenn du in einem Bergdorf bist und du schlenderst so durch die Gassen und du siehst, wie die Leute reagieren und dann fährst du nach Chania. Und siehst dort eigentlich genauso einen Stress wie jetzt in einer deutschen Stadt. Also die Leute sind ganz anders drauf. Also man spürt es einfach. Ja. Ja? Diese Hektik. Ja?
vom Verkehr ja gar nicht ganz zu schweigen. Also im Sommer muss ich sagen, Juli, August ist ja in Chania also wirklich chaotisch. Ja. Ganz Griechenland ist chaotisch, was das angeht. Wir haben gar kein System. Wer will, der kann. Ist einfach nur so. Ich sage immer, in Griechenland ist man ein Held, wenn man Auto fährt, ohne einen Unfall verursachen. Wie sagt man das? Verursachen, oder war das korrekt? Ja. Ja. Man ist ein Held. Ich sag's das. Ich sag's dir. Naja, ich muss sagen, am Anfang war es natürlich gewöhnheitsbedürftig. Der Verkehr jetzt auch in Chania oder in Rethymno. Aber ich muss sagen, ich habe den Eindruck, die Leute fahren vorausschauender, rücksichtsvoller, als wir jetzt in jeder deutschen oder österreichischen Großstadt. Echt jetzt? Ja. Also ich, für mein Empfinden. Okay. Weil es gibt ja so viele, also in Rethymno hast du ja vielleicht 3-4 Ampeln. Ja. Aber ansonsten regelt sich der Verkehr selber. Also in Österreich, sobald keine Regelung vorhanden ist, so wie jetzt, sag ich mal, Vorrang geben oder sonst irgendwas, ist ein Chaos. Ja? Echt? Und da es passiert auch sehr viel. Und ich habe den Eindruck, der bleibt stehen, lässt dich fahren, ohne zu maulen, ohne zu meckern. Also mittlerweile finde ich das da entspannter, in Rethymno zu fahren, als wie in Wien. Das ist sehr interessant zu hören. Also ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber hier ist schon sehr. Es gibt überall Blitzer, also es gibt alles Mögliche, es wird immer kontrolliert. Man kann nicht so viel machen hier in Köln zumindest. Also ich habe schon auch am Anfang so viele Strafen bekommen, bis ich gelernt habe, wie ich Deutsch fahren kann. Also Deutsch fahren, ich weiß, was ich sage. Weil ich habe sehr Griechisch gefahren, wirklich. Und jetzt habe ich auch für mich übersetzt, was es bedeutet, Deutsch zu fahren. Deswegen habe ich ein bisschen Respekt davor und auch Angst, etwas Falsches zu machen. In Griechenland ist immer alles durcheinander, in Athen zumindest. Ich weiß nicht, wie das auch in Rethymno ist, aber in Athen ist echt Chaos. Chaos. Ja, wie viel Einwohner hat Athen? Ich glaube 3 Millionen. Ja, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht müssen wir das recherchieren. Weil ich will nicht etwas sagen, was nicht stimmt. Aber ich glaube schon, das sind viele Millionen. Also ganz Griechenland hat 10 Millionen Einwohner. 10 Millionen, ja. Ganz Griechenland. Klar, die meisten sind in Athen und Thessaloniki. Die zwei Großstädte. Mhm. Und danach weiß ich nicht, wie die verteilt sind. Alle. Ja, angenehmer wahrscheinlich, nicht? Ja. Also da hat jeder mehr Platz. Ja, super. Also haben wir heute wieder... Was gelernt? Was gelernt? Wir sagen unseren Zuschauern, nicht vergessen, uns zu abonnieren. So, Freunde, das war heute die 6. Lektion vom Griechischkurs mit unserer Stella. Heute waren die Zahlen dran. Es war einmal etwas einfacher, entspannter. Und nächste Woche, dann geben wir wieder Vollgas mit einem Thema und mit recht vielen neuen Wörtern. Ja, ich hoffe, auch diesmal hat es euch gefallen. Und so wie Stella gesagt hat, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und ihr versäumt keine einzige Lektion. Ihr könnt ja auch die anderen Lektionen, also 1 bis 5, haben wir auf jeden Fall, bleiben auch dauerhaft online für euch und ihr könnt es auch natürlich die von der ersten Lektion bis heute zur 6. Lektion auch nachschauen, lesen, wie auch immer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Wochenbeginn und ich sage wie immer, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.